Gestern war der 5. Jahrestag der Jahrhundertkatastrophe von Fukushima in Japan. Gleich 3 Katastrophen erlitt die Hafenstadt, ein Erdbeben, ein Tsunami und die Havarie des Atomkraftwerkes Fukushima mit Kernschmelze. Danach wurde ja auch in Deutschland das Abschalten der Atomkraftwerke nochmals heftig diskutiert. Man beschloss den Atomausstieg. Demnach soll auch das AKW Grunde abgestellt werden, 2021. Viel zu spät finden die Atomgegner, deswegen und natürlich auch wegen des 5. Jahrestages von Fukushima ist gestern in Hameln eine Mahnwache organisiert worden. Radioaktivreporterin Alice Mecke war mit dabei. Alice, wahrscheinlich haben die Atomgegner neben Kritik auch den Opfern von Fukushima gedacht, oder? Das stimmt. Es wurde nach Japan geschaut. Heute, 5 Jahre nach dem Unglück, ist das Ausmaß der atomaren Katastrophe für die Umwelt und auch Menschen immer noch nicht greifbar. Und nicht nur da, auch in Tschernobyl ist nach 30 Jahren, wie alle wissen, die Gegend stark verseucht. Und an beiden Unglücksstellen ist ja auch gar nicht klar, wann und ob dieser hochradioaktive Mock irgendwann überhaupt verschwindet. Das hat das Anti-Atom-Plenum Weser-Bergland und der BUND Hameln-Pyrmont in Kurzreden zusammengefasst. Auch immer mit der Bemerkung, genau 12 Kilometer von uns entfernt steht ein Ding, das genau sowas verursachen kann. Deswegen gibt es für den Vorsitzenden des BUND, Ralf Hermes, auch nur eine Möglichkeit. So schnell wie möglich abschalten, das ist die Kernforderung. Wir haben ja beschrieben, dass es nicht eine Frage ist, ob so eine Katastrophe sich wiederholt, sondern nur das Wann und Wie ist unklar. Alice, wie ist denn die aktuelle Position der Atomgegner? Gibt es einen Funken Hoffnung? Naja, zumindest gibt es aus der Politik ordentlich Rückenwind. Überhaupt den Ausstiegsbeschluss hinzubekommen, war ein großer Erfolg. Doch dann gibt's auf der anderen Seite eine riesige Atomlobby. Große Konzerne, die ordentlich von den Kraftwerken profitieren und den Ausstieg natürlich verhindern wollen und so den ganzen Prozess auch mit verlangsamen. Ein weiterer problematischer Punkt seien aber auch die Bürger, denen es vollkommen egal ist, wie es mit den AKWs weitergeht, meint Hermes. Denn gerade die hätten es in der Hand, Bewegungen in den Ausstieg zu bringen und seien dafür eigentlich auch verantwortlich. Ja, und wie viele waren denn gestern dabei bei der Mahnwache? Es war leider überschaubar. 50 bis 60 Menschen hatten sich eingefunden. Auch Hermes ist sich darüber bewusst, ist aber über genau die, die da waren, froh. Das ist der Punkt. Also mit 60 Leuten sind wir schon zufrieden, weil wir wissen, dass es eine große, schweigende Zahl an Menschen gibt, die uns zwar zustimmen, die aber selber nicht aus der Tür kommen. Und in der Form sind auch diese 60 Leute wichtig und jeder Einzelne wichtig, hier Farbe zu bekennen. Und ich denke, es war eine gute Veranstaltung und ich denke, die Leute, die vorbeigehen oder auch die jetzt über den Radiosender hören, was hier passiert ist, die wissen, dass wir nicht schlafen und dass wir weiter wachsam sind als Atomkraftgegner. Sagt Ralf Hermes. Gestern war in der Hamelner Innenstadt eine Mahnwache anlässlich des